Willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Division 2. Ist eigentlich ganz cool, wenn wir diese Folgen auch immer mit einem Salut beginnen. Wir sind auf jeden Fall drauf und dran, hier Washington zu befreien. Stück für Stück. Und wir haben hier noch einen Nebeneinsatz, beziehungsweise zwei mit dem hinteren, der auch noch dazu kam. Bloß eine Technologie und ein Kontrollpunkt, was wir noch hier in der East Mall haben. Deswegen werden wir Die uns jetzt erstmal hier Tucsons um haben kümmern. Zugriff auf den Brunnen eines Museums der Genau. National Mall. Sichern Sie den Ort und schalten Sie die Pumpe ein. Naja, da kriegen wir sogar eine Theaterverbesserung, ein Aquaponik und die Blaupause angewinkelter Griff. Und über 20.000 XP, ist auch nicht schlecht, ne? Und was steht hier noch? Lässt Materialien fallen? Ah. Dann ran ans Werk, würde ich sagen. Nochmals willkommen zurück auf jeden Fall. Und es geht ans Eingemachte. Wir müssen wieder welche killen. Das ist unser Job. Da scheppert's auch schon ordentlich wieder hier hinten. Eines der Museen der National Mall verfügt über einen Brunnen. Schalten Sie mögliche Gegner aus und bringen Sie dann die Pumpe zum Laufen. Sexy. Aber der Dragon aufgewiesen. Boah, das war ein Headshot, Junge, der hat geschimmert. Ich habe auf dem Dach einen Brunnen entdeckt. Total trocken. Wahrscheinlich haben die True Sons Probleme mit der Pumpe. Tragbares Gerät erkannt. Also Crafting-Zeug und sowas finden wir auf jeden Fall reichlich, ne? Ja, schon ordentlich. Was macht es hier? Waffenschaden, Waffenhandling und Fertigkeiten-Tempo. Ja, damit. Da vorne ist ein Wartungsraum. Vielleicht befindet sich die Pumpe dort. Blendetes Junge, holy shit. Schlossabkommen. Das Abkommen zwischen True Sons und der Schlosssiedlung ist strapaziert. Wir hatten eine Abmachung. Ihr geht eure Wege und wir die unseren. So einfach ist das nicht. Ihr könnt nicht einfach so weggehen. Sprichst du da oder der Colonel? Jetzt General Ridgway. Hör zu. Ihr könnt euer Ding machen und wir werden euch nicht aufhalten. Aber wir haben damit nichts mehr zu schaffen. Wir bleiben genau hier im Schloss und machen unser Ding. Und damit solltet ihr euch schon mal anfreunden. Weiß nicht, ob der General das kann. Nun, er weiß ja, wo er uns findet. Great Plains, Alter, und ihre indigenen Bevölkerung, was sie da haben. Die Sioux, Pawnee und Wichita. Sind so die drei am meisten gekannten Nationen von den Great Plains, von den indigenen jetzt Bevölkerung. Ah, ist auch so eine coole Story mit denen. Leider sehr traurig, was die Amerikaner mit den Indianern bis heute gemacht haben, ne? Wobei teilweise hört man aber auch, dass man denen Land zurückgibt, was denen gehört. War trotzdem furchtbar, was den Indianern passiert ist.
Setzen Sie sich aufs Dach, nachdem Sie die Pumpe eingeschaltet haben. Ach, schau mal, das können wir sogar öffnen. Oh, das ist nur Scheiße drin. Wunderbar. Auf dem Dach sind Ventile. Sind wohl mit dieser Wasserquelle verbunden. Oh ja. Üble Nummer. Machen Sie die Ventile auf. Lassen Sie das Wasser fließen. Oh shit. Wasserfall. Gut, eine neue Quelle für sauberes Wasser. Es sollte für alle reichen. Tja, so nicht anders, würde ich sagen. Wasser ist wichtig. Überlebenswichtig, Blatt. Oh, deutlich besser, Junge. Aha, nimm auch mit. Team America, fuck yeah. Oha, Digga, was willst du alles haben? Aber ein Aufsitzer. Können wir hier runterspringen oder was? Oh ja. Ganz kurz markieren. Das hier ist die letzte Technologie. Dann haben wir noch den Kontrollpunkt vor dem Kapitol. Boah, das wird auch übel, ne? Das ist, glaube ich, auch fettes Story-Ereignis. Genauso wie hier drüben. Kurz verwirrt gewesen. Ah, hier ist auch noch was. Seite ging aber nicht, WTF.
Shepard denn jetzt hier schon wieder so hardcore? Sind True Sons gegen Hyenas. Nee, gegen unsere Leute. Tatsächlich unsere Leute. So, was haben wir denn da bekommen? Oh, eine M44 Karabiner Classic. Sieht ein bisschen aus wie eine Enfield. Nehmen wir doch mal. Kleine Rucksack nehmen. Stört, dass sie zu groß hinten sind. Was? Splittergranate. What? Das war kein Hit. MG5. Der schippert wahrscheinlich ordentlich rein. Oh. Kontrollpunkt. Das wird wahrscheinlich auch schippern. Da haben wir das legendäre Kapitol. Lol, hier kann man gar nicht lang gehen. Ah, doch. Verstärkung unterwegs. Der will hinter dich kommen. Die Schnalle!
mögliche Feindkontakte. Kommt nur alle her. Bitches. Snipern ist schon geil, Alter. Macht schon richtig Laune. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Vor allem das Flugzeug erinnert mich irgendwie auch an die Flugzeugmap aus Rainbow. War eine meiner Lieblingsmaps. Ah, vergleichen. Ne, wir bleiben bei dem, was wir haben. Hey Agent, uns gehen gerade eine Menge Dinge aus. Können Sie uns helfen? Wir versuchen es. Oh. Wir haben, was wir brauchen. Alright. Dann wäre das Gebiet ist tatsächlich sogar verbündet. Ich weiß nicht, wie viel Sie über DC-62 wissen, aber es ist eine Chemikalie, mit der das grüne Gift aufgehalten werden sollte. Zumindest in der Theorie. In der Praxis hat es sich in ein Gift verwandelt, das bei kalten Temperaturen mindestens so tödlich ist wie die Krankheit selbst. Sollte es Forschungsdaten über DC-62 im Landwirtschaftsministerium geben, müssen wir sie sichern. Ich hätte gesagt... Wir gehen zu den Metro-Ruinen, Schnellreise, und dann machen wir den Nebeneinsatz und dann gehen wir zur Schlosssiedlung. Weil mehr ist jetzt erstmal, glaube ich, sonst nicht offen. Das Theater ist ja eigentlich so fertig, komplett verbessert. Yalla. Yalla, Habibi. So. Einmal die Munition voll gemacht, all die. Dann mal los. Informationen über DC-62 aus dem Landwirtschaftsministerium sichern. Die Daten dürfen nicht in falsche Hände geraten. Das ist sowieso interessant, also ein mögliches Gegenmittel gegen das grüne Gift, was sie versucht haben herzustellen, was leider nicht so ganz funktioniert hat. Das ist auch schon so eine interessante Backstory. Gib schon auf, Tossi! Gib
schon auf, du siehst gerade bodenloser Dreckshund. Der Feind versucht uns zu umzingeln. Da drin gibt's eine Menge gefährliche Chemikalien. Das hört sich nicht so geil an. Elektronisches Gerät erkannt. Es sieht halt Real Talk aus wie von einer dieser Zonen aus New York, ne, wo das ausgebrochen ist. Aus dem ersten Teil. Versteckt. Zivilisten verstecken sich vor der JDF, die Ridgeway untersteht. Oh mein Gott. Finden Sie einen Weg in den Hof. Von dort aus kommen Sie in den Keller. Das will ich mir jetzt aber anhören. Immer diese Unterbrechungen, das finde ich total scheiße, Alter. Verdammt, Alter. Finden wir das jetzt nochmal? Entdeckt. Odessa wird rekrutiert. Verdammte Scheiße. Das ist das hier, glaube ich. Naja, kontaminierte Bereiche. Das hören wir schon an. Sie müssen hier sein. Durchsucht alles. Vielleicht da drin. Sie können nicht weit sein. Oh yeah. Das war ja im ersten Teil irgendwie so, dass man da bessere Filterstufen brauchte, damit man in diese kontaminierte Gebiete gehen konnte. Irgendwie so in der Art war das ja dort. Erste Teil so eine PS5-Version hätte, ja. Oder irgendwie zumindest mal flüssige FPS, alles drum und dran. Dann hätte ich den, glaube ich, auch nochmal gespielt, richtig. Sogar Let's Play. Freiwilliger Patient. Ein Zivilist verlässt freiwillig seine Gruppe, um sich in Quarantäne zu begeben. Ich gehe in die Quarantänezone. Kommt jemand mit? Gut, bleibt. Aber bleibt unter euch. Steckt niemand anderen an. Ich werde niemandem sagen, dass ihr hier seid. Ich schwöre es. Bis bald. Das ist doch Benjamin Franklin, oder? Ja. Gemälde von Joseph Sifred de Blessis. Wahrscheinlich falsch ausgesprochen. What the fuck? Gründungsväter. Der Erfinder, Gelehrte und Diplomat Benjamin Franklin von 1706 bis 1790 war ein Mann der Renaissance. Seine Experimente mit Elektrizität sind bis heute bekannt. Zu seiner Zeit war er auch berühmt dafür, unter anderem die Bifokalbrille, den Blitzableiter und den Franklin-Ofen erfunden zu haben. Seinen Beinamen The First American erhielt er wegen seiner unermüdlichen Forderungen nach Einheit der Kolonie. Er diente als Botschafter der Kolonien in Frankreich und spielte eine zentrale Rolle darin, dass Frankreich im Krieg auf der Seite der Kolonien kämpfte. Er diente außerdem als erster United States Postmaster General und gründete das, was später die University of Pennsylvania werden sollte. Geil. Einer der Gründungsväter.
Region Europa. Fast alles. Entscheidungen. Zivilisten diskutieren, was zu tun ist. Wenn Sie zurückkommen, warum sollten Sie? Sie waren doch schon hier. Wenn Sie nichts finden, kommen Sie bestimmt nochmal zurück. Da sind überall JTF-Einheiten. Sie werden uns kriegen, wenn wir uns rühren. Vielleicht können wir uns vorbeischleichen. Das können wir nicht riskieren. Nicht mit deinem Husten. Wir würden all diese Menschen in Gefahr bringen. Schon ein bisschen gruselig in so einer kontaminierten Zone. DC-62 erkannt. Das sieht gut aus. Nehmen wir direkt. Zugriffspunkt erkannt. Das sieht nicht gesund aus, ich sag dir ganz ehrlich. Sie betreten einen kontaminierten Bereich. Toxische Dämpfe erkannt, die zu schweren Atemproblemen führen können. Na super. Die Messergebnisse sollten uns Aufschluss darüber geben, dass DC-62 auf andere Chemikalien reagiert. Die vorläufigen Testergebnisse. Die Wissenschaftler haben wohl mit zahlreichen Sterilisationsmitteln versucht, die Toxizität zu mindern. Eigentlich brutal, was es für eine kranke Scheiße alles auf dieser Welt gibt, und ne? Wir haben alles versucht, um die Toxizität zu mindern, aber unsere Experimente scheinen den Prozess beschleunigt zu haben. Wir können jetzt nur noch abwarten. Ich meine, das ist jetzt. Das ist jetzt nur was Fiktives, ja. Ich hole sie mir dann von Isaac. Aber lass es mal zum Beispiel jetzt neuerdings Corona gewesen sein, Ebola, die schwarze Pest, spanische Grippe, was auch immer so in diese Richtung, ne? Schon so viel Zeug gewesen, was die Menschheit hätte ausrotten können. Ist crazy, was es für Krankheiten eigentlich auf dieser Welt geben wird. Traurig. Beängstigend. Wir haben mehr als genug Zeit hier unten verbracht, Agent. Wir haben, was wir brauchen. Gute Arbeit, Agent. Das sind tonnenweise Daten, die uns eine Weile beschäftigen sollten. Sie verlassen einen kontaminierten Bereich. Das ist schlecht.
Oh, das wäre erledigt. East Mall befreit. Ja, auf zur Schlosssiedlung. Von der Schlosssiedlung empfangen und konnten seitdem keinen Kontakt mehr herstellen. Gehen Sie da mal hin, wenn Sie können. Die Trussans haben Ihnen schwer zugesetzt. Vielleicht brauchen Sie Hilfe. Oh. Sieht übel aus. Da ist wirklich nichts mehr schön dran, ja. Mörserangriff, Chemiewaffen. 7 Überlebende. Ach du Scheiße. Ja, Manny, 7 insgesamt. Der Sheriff ist gerade gekommen. Können Sie diese Leute in Sicherheit bringen? Ich werde den Bastard umbringen, der das getan hat. Du bist in Sicherheit, versprochen. Der Angriff kam vom Jefferson Plaza. Tun Sie, was nötig ist. Hey! Töten Sie alle. Naja, wir machen das aller Cobra Kai, Alter. Keine Gnade, Junge. Nachschublieferung erkannt. So ein Ding ist das nämlich. Jefferson Plaza. Schau mal, da müssen wir sogar schon in diese Area darunter. Der Weg dorthin kommt auch ein Kontrollpunkt direkt. Alright. Da oben haben wir auch nochmal 3 Gebiete. Der, die ganzen armen Leute. Aber bei chemischen Waffen alle weggefickt. Das sind aber auch wirklich solche Bastarde, Alter. Scheiß True Sons, oder wer das jetzt wieder war. Naja, die True Sons. Mit ihrem Frieden kommt nur durch Stärke, Alter. Ja, das ist doch schon krank. Das heißt, jeder, der sich nicht selbst verteidigen kann oder nicht möchte, weil er halt nicht töten will oder sowas, der ist automatisch schwach. Schon ist extrem heftig. Wow. Motherfucker, Alter. Erkannt.
trifft ein. Feinde erkannt. So nicht anders. Jede Hilfe ihrerseits würde eine Menge bedeuten. Digga, wir brauchen wieder Wasser. Vielen Dank. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Besser Scharfschützengewehrschaden plus 10%. Okay. Das lief doch ganz gut. Unterbinden Sie die Operation der True Sons im Jefferson Plaza. Captain Wilson vom Boss hinterlassene Beute, Ausrüstungsobjekte. Okay. Machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, euer World Gamer YouTube. Ciao, ciao.